Moin, moin, ihr Party-People und herzlich willkommen zur nächsten Folge Age of Empires 2. Wir sind bei der The Age of Kings Kampagne von Johanna von Orléans und machen jetzt die zweite Mission, die Jungfrau von Orléans. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, los geht's. Chinon, 26. März. Wenn eine Truppe entmutigter Soldaten sein Vertrauen in ein junges Mädchen setzt, ist das eine Sache. Eine ganz andere Sache ist es jedoch, wenn dieses Mädchen das Heer einer ganzen Nation anführen soll. Wir waren mit Stolz erfüllt, als der Bote des Dauphins, Johanna, die Jungfrau, zur Anführerin des französischen Heeres ausrief. Damit Johanna aussah wie ein General, stattete der Dauphin sie mit einem großen Schlachtross und einer weißen Rüstung aus. Johanna befahl mir, nach einem alten Schwert zu suchen, das unter dem Altar einer hiesigen Kirche vergraben sein sollte. Zunächst war ich noch skeptisch. Die Männer gruben jedoch nicht nur eine verrostete Klinge aus, es stellte sich sogar heraus, dass das Schwert einmal Karl dem Großen gehört hatte, dem großen Vater Frankreichs. Ich sollte Johannas Wort nie wieder in Zweifel ziehen. Auf dem Griff war noch immer das Symbol der Lilie zu sehen. Johanna übernahm die Lilie als ihr Zeichen und platzierte damit ihr Banner. Überall, wo Johanna hinging, war auch die Lilie. Sie folgte uns nach Orléans. Orléans, eine der schönsten Städte Frankreichs, ist in die Hände unserer Feinde England und Burgund gefallen und schon fast eingenommen. Der Krieg zieht sich nun schon seit mehr als 100 Jahren hin. Dabei wurden auf französischer Seite nur einige wenige bedeutende Siege errungen. Die Einwohner von Orléans brauchen einen Befreier. Johanna soll ihnen zu Hilfe kommen. Okay. Unsere Ziele sind: Johanna muss überleben, die Kathedrale in Orléans muss stehen bleiben. Begleiten Sie Johanna nach Blois oder so, damit sie das französische Heer anführen kann. Hinweise: Ja, okay. Ich bin der Herzog von Alençon, Mademoiselle. Ich bin stolz, mit euch nach Orléans reiten zu dürfen. Okay. Ja, dann machen wir das doch mal direkt, ne? Reiten wir doch einfach mal los. Beziehungsweise mit auch ein paar Doppelschwertkämpfern. Einfach so losstiefeln. Unsere Stadt braucht Hilfe. Die Engländer kommen. Ja, ja. Viel Glück, Johanna. Danke, lieber Mönch. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen werden. Aber es kann ja nicht schaden, würde ich mal so behaupten. Oh. Geschnatz. Müssen wir gegen die angreifen? Ja, komm, wir greifen sie an. Ja, jetzt haben wir auch schon einen verloren. Der Pöbel wird uns nicht aufhalten. Ach, der burgundische Pöbel. So kennen wir den burgundischen Pöbel. Haben wir doch schon eine Einheit verloren. Ich hoffe, wir kriegen gleich hier bei der Burg noch ein bisschen was dazu. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Das sind... Ach, das ist Blois. Ah! Das französische Heer hört auf Makarren. Sehr schön. Auf geht's. Jetzt haben wir ein paar mehr Einheiten. Ich denke mal, wir müssen hier raus. Bringt die Verpflegung in Sicherheit. Ich versuche es. Was haben wir hier? Ist eine. Okay. Ich
Die Ziele haben sich geändert. Bringen Sie Johanna zum Dorfzentrum von Orléans. Transportieren Sie die 6 Karren mit Verpflegung zum Dorfzentrum von Orléans. Wie sind die denn beladen? Die sehen gar nicht beladen aus. Gucke mal, ob ich die vorher vielleicht irgendwie am Marktplatz beladen muss oder sowas. Das wär's ja, wenn ich die nachher wieder zurückschicken müsste. Gucken wir erstmal, ob wir die hier beladen können oder müssen. Ja. Wir nehmen doch hier Ladung auf, verlieren sie aber direkt wieder. Naja. Dann war das vielleicht doch nicht notwendig. Aber nachher kann man nicht sagen, wenn es nicht geklappt hat, wir hätten es nicht versucht, nicht wahr? So. Weiter geht's. Aber die anderen beiden Begleiter sind jetzt nicht mehr da. Nur noch dieser Herzog von Alençon. Oder wie auch immer man das ausspricht. Hier kann man immer gut den Weg dann nachverfolgen. Ich denke mal, hier geht's dann her. Nicht allen unseren Truppen geht es noch wirklich gut. Aber vielleicht haben wir ja auch gleich die Möglichkeit, wieder unsere Truppen zu heilen, wenn irgendwo vielleicht ein Mönch auf uns wartet. Okay, hier sind auf jeden Fall Gegner. Die müssen wir angreifen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Auf geht's. Und auch dich werde ich angreifen. Ah, komm. Wir warten erstmal ab. Ich weiß nicht, haben wir Einheiten verloren? Im Zweifel ja. Ich weiß nicht, ob es passiert ist. Aber wenn, waren es nicht viele, liebe Party People. Hier eine Burg draufstehen hätte, das wäre mega. Wär richtig gut, glaube ich. Aber hier Türme stehen. Wir werden ja mit dem Marktkarren noch was machen müssen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich die ganze Zeit von hier nach hier reisen. Oh, okay. Wir haben auf einmal Dorfbewohner. Okay. Wir müssen. Wir haben nicht genug Holz. Jetzt haben wir genug Holz. Jetzt können wir das Heer aufstellen, das wir brauchen, um die englische Burg niederzureißen. Die Jungfrau von Orléans. Das ist gut. Wir sind gerettet. Also. Erstmal 10 Dorfbewohner in die Lade packen. Ich hoffe ja persönlich, dass das nicht allzu heftig wird gerade. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen was weiterentwickeln. Die Kathedrale muss stehen bleiben. Ja, so. Wo sind denn unsere Marktkarren hin? Hä? Bin ich jetzt gerade blind? Okay, erstmal hier weiter geht's mit Feldern. Nahrung brauchen wir auf jeden Fall. Wo sind denn jetzt unsere Marktkarren? Bin ich gerade bescheuert? Da musste ich die einfach nur mit hier rüberbringen und sie sind jetzt verschwunden. Oder sind sie hier irgendwo auf dem Weg? Nö. Keine Ahnung. So.
Ich mache einmal den Bogen außen rum mit meinen Dorfbewohnern und dann werde ich mal gucken, dass ich hier irgendwo es hinkriege. Auf jeden Fall schon mal Holz abzubauen. Ein Feld mache ich noch hier hin. Und dann werde ich Holz versuchen abzubauen. So. Du machst noch da das Feld hin. Sehr schön. Alles klar. Dann, liebe Freunde. Will ich erstmal gucken. Wo ist es denn sinnig, Holz abzubauen? Ich habe ja jetzt hier nicht so viel möglich. Nee. Geh da. Nein. Einmal ein Holzfällerlager. Mein. Macht denn Sinn? Hier oben, oder? Hier oben mit dich rein. Du machst mit ihm. Zwei Stück erstellt er noch. Wo habe ich jetzt die Schafe gekriegt? Was habe ich jetzt? Okay. Berittener Speer, okay. Aber irgendwo habe ich doch jetzt Schafe bekommen, oder nicht? Hast du so angehört wie Schafe? Ich kann mich auch irren. Naja, war nicht schlimm. Du machst auf jeden Fall auch hier mit dem Holz. Dann ist das hier erledigt. Und das werden wir entwickeln. Die Schubkarre. Definitiv ein Muss. Ziele haben sich geändert. Bringen Sie die Engländer dazu, sich zurückzuziehen, indem sie ihre Burgen zerstören. Ach du meine Güte. Die Burgen zerstören. Ach so, das ist hier oben die und die hier. Wurde ich angegriffen? Was soll das denn? So bitte! Du wirst ja wohl gleich jetzt hier Geschichte sein. Sehr schön. Oh, die greifen jetzt meine Dorfbewohner an, oder? Gleich. Ja, tun sie. Ist schlecht. Okay, das hat es nicht wirklich gebracht, was ich hier damit erreichen wollte. Ich brauche zwei neue Dorfbewohner. Und jetzt werden wir hier mal mit den Bogenschützen hingehen. Und die Lutscher hier einfach mal angreifen. Die bleiben auch erstmal da stehen. Denn, das ist, glaube ich, recht hilfreich. Oh, jetzt ziehen sie sich zurück. Ziehen sie sich auch wirklich zurück? Oder tun sie nur so? Lass die erstmal hier stehen. Wer weiß, von wo ich noch angegriffen werde. Oh. Südbriten. Ist das vielleicht ganz hilfreich, wenn ich hier draußen mal für ein bisschen Ordnung sorge? So. Doch hier an, ist okay. Na komm, und ihr wird jetzt auch gleich dran glauben. Wo sind meine... Nein, nein, nein. Bleibt ihr mal ruhig hier. Bleibt ihr mal ruhig hier. Erstmal. Kam da so nicht dran. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Ich brauche Steine. Ich will ja auch hier verteidigen und Burgen bauen.
Auf jeden Fall. Kann ich schon mal sagen, ich brauche Einheiten. Ich brauche viele Einheiten. Beziehungsweise will ich in die Ritterzeit. Das kann ich schon machen, ja. Auf geht's in die Ritterzeit, Freunde. Hier geht erstmal wieder rein. Solange er da nichts macht, ist es vollkommen akzeptabel. Von daher alles gut. Aber ich werde mal eben aus 5 Markkarren, sollte es reichen. Ja. Und mit denen Handel betreiben, damit wir Gold bekommen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wo werden wir angegriffen? Okay. Den kriegen wir nicht mehr. Dann machen wir den. Ja, hier werden alle meine Leute abgeschlachtet. Verdammte Axt. Ja, bleibt nicht aus. Einer habe ich noch. Okay, wir sind gleich in der Ritterzeit. Das ist schon mal gut. Ihr beiden werdet Handel betreiben. Sehr schön. Sind wir hier schon mal weiter? Brauche definitiv Belagerungswaffen dafür. Erstmal den Handkarren. Habe ich eine Schmiede hier irgendwo stehen eigentlich? Nein, habe ich gar nicht. Ärgerlich. Die werden doch gleich angegriffen und zerstört, oder? Wenn ich Pech habe. Ja. Ja. Egal. Handkarren gleich fertig. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5. Wo werde ich angegriffen? Ja, hier. Da. Ja, Handel treiben ist nicht so leicht, wenn die sich da doof anstellen. So. Du baust das hier. Nicht genug Holz. Verdammte Scheiße. Und jetzt habe ich nicht genug Holz fürs Feld. Oh, so ärgerlich. Kann ich am Marktplatz welches einkaufen? Wäre vielleicht noch eine gute Variante. Einkauf von Holz. Warte. Der geht so. Habe ich zwar nur noch 8 Holz, aber wir sparen dann auf 200 Holz an. Vergesst es! Oh nee, ey, da ist eine schlechte Stelle für meine Dorfbewohner für Holzabbau. Ach du heilige Scheiße! Auf geht's dahin. Du Kacke. Ja.
Das wird jetzt unter Umständen ziemlich haarig werden. Wie dem auch sei. Es ist nur noch die eine übrig. Und dafür habe ich nicht genug Holz. Verdammte Axt. Bau Dach hier drinnen ab. Du reparierst das. Euch stationiere ich hier. Das wird doch nichts. Das wird doch so eine Scheiße werden. Ich habe kein Holz, ne? Ah! Wo werde ich jetzt angegriffen? Ah, hier unten. Ja, ist okay. Freunde, das ist nicht das, wie ich das so schön geplant habe, ja? Kommt der denn hier rein? Boah, ich stelle mich bestimmt einfach nur so dumm an. So richtig, richtig dämlich. Schwör's dir. Ich brauche Belagerungswaffen. Ich brauche dringend Belagerungswaffen. Das ist ja schön, dass ich jetzt so viel Nahrung habe, ne? Ich brauche auf jeden Fall Angreifer. Zehn Einheiten. Ja, damit. Das muss sein. Es geht sonst nicht anders. Ja, ihr könnt hier vorne hinkommen. Und ich brauche gleich auf jeden Fall noch das Waffenlager gedönt. Ja, es ist die Waffenschmiede. Wo werde ich denn jetzt? Oh Mann, kannst du nicht mal aufhören? Was ist zerstört worden? Moment. LOL. Hab ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ein bisschen. Ah, nicht reparieren jetzt. Ja, sehr schön. Bitte jetzt reparieren. Ich brauche nur noch ein bisschen. Dann habe ich's. Ach ne, ich brauche eine Burg. Scheiße. Da fällt er mittlerweile. Warum machst du das? Das ist nicht gut. Nicht, dass wir weiterentwickeln hier. Ja, hier kommt Bogensäge. Hau rein, Alter. Wegen dem kommen bestimmt die ganzen Leute hier rein. So. So, wieder Holz machen, bitte. Schon mal ein bisschen was hier rumsteht. Das ist schon mal ansatzweise zufriedenstellend. Damit lässt sich anfangen zu arbeiten. Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, ich könnte hier oben anfangen, Holzfäller zu installieren. 100 Holz. Aber hier hin. Und du? Ist mit. Genauso wie
Wo ist Ette? Genauso wie ihr beiden das macht. Wahrscheinlich stelle ich mich gerade richtig dämlich an, ne? Aber aktuell geht's halt echt nicht anders. Okay. Das habe ich. Nahrung und Gold. Ja, Nahrung und Gold ist überhaupt gar kein Thema. Holz ist aktuell das Problem. Nahrung und Gold, kein Thema. Angriff. Ich werde Tribux. Kann ich ja nicht installieren. Ich hab das ja nicht dafür. Ah, Freunde. Das ist gerade so ein bisschen so eine Zwickmühle für mich. Weil ich hab nicht genug Steine. Ich müsste jetzt auf Steinsuche gehen. Wenn ich das habe, wenn ich hier irgendwo Steine finde. Komm, hier. Du gehst mal hier irgendwo auf Suche nach Steinen. Wenn ich die hier irgendwo finde, dann baue ich die ab. Koste es, was es wolle. Ich mache jetzt hier, sage, ich will hier noch 5 Dorfbewohner haben. Wenn ich hier irgendwo Steine finde, dann mache ich das. Baue ich nämlich eine Burg. Ah, nee. Imperialzeit. Ich kann nicht zur Imperialzeit. Das ist sowieso elendig. Egal. Dann bleib hier. Aber du kannst mir erstmal bitte jetzt die Belagerungsgedöns bauen. Ist doch eine Schmiede. Nahrung. Nahrung kann ich investieren, das ist gar kein Thema. Kavallerie bewegt sich schneller, ist zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht so verkehrt. So, du machst auch Holz, du machst Holz. Wo werde ich angegriffen? Ja, hier wurde ich angegriffen. Hab ich denn eigentlich noch Dings übrig? Du machst mit Holz. Kostet aktuell alles noch recht viel. Nicht so tragisch. Solange die mich hier oben in Ruhe lassen, ist das halbwegs okay. Ja, hier, komm, hau rein. Macht ihr auch bitte noch Holz. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Also. Habe ich noch irgendwelche Marktkarren am Start? Nein, habe ich nicht. Hier kommen solche Spackos. Den werde ich gleich mal den Wind aus den Segeln nehmen. Einfach mal hier abfangen. Brauchen hier gar nicht meinen, dass sie hier irgendwas geschissen bekommen. So. Keine Ahnung, wo ich angegriffen wurde. Ist mir aber auch relativ. Nee. Freunde der Sonne. So einfach mal hier das nicht. Sehr schön. Und wieder zurück. Hört euch wieder hier auf. So. Mama, bitte nicht so feste ins Gesicht. Ihr müsst da mal. Okay.
Ihr müsst da mal was machen, bitte. So, Nahrung Gold. Fiederung, ja. Dankeschön. Du gehst mal gerade eben das Ding hier reparieren. Hier oben ist mir gerade relativ egal. Kannst du gleich hier weiter an dem Feld arbeiten. Wenn du das repariert hast. Okay. Leute. Holz läuft aktuell gut. Das bedeutet, wir können schon mal Mangen installieren. Nee, können wir nicht. Wir brauchen Gold. Das investieren wir schnell. Karawane. Denn wenn wir das installiert haben, braucht das Nahrung und Gold. Ja, wenn wir das installiert haben hier, dann werden wir wieder 5 Marktkarren erstellen. Was umherreißt. Damit wir wieder Gold an Start kriegen, weil aktuell verdienen wir kein Gold. Das ist das Problem. Egal. Egal. Liebe Freunde, an dieser Stelle werde ich die jetzige Folge beenden. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Kritik gerne in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier diese Mission abschließen werden, hoffentlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn wir wieder Age of Empires 2 spielen. Bis dahin.